Der Mond schien hell am Himmel und warf Licht auf das fremde Deck. Psst! Wo ist denn die Besatzung, Kapitän? Ole wirkte verwirrt. Jetzt hat ihre Crew das fremde Schiff geentert und niemand ist da. Da stimmt was nicht. Kapitän Schwarzbart schlich mit erhobenem Säbel über das Deck. Vielleicht ist das ein Geisterschiff. Ach, Unsinn, Ben. Das sind doch nur Piratenmärchen. Geister gibt es nicht. Horst Holzbein betrachtete die Piratenflagge am Hauptmast. Er musste schon genau hinsehen, denn im Mondschein war sie nicht gut zu erkennen. Versenkt mich doch! Kapitän! Das ist das Schiff von... In diesem Moment wurde das fremde Deck von zahlreichen Piraten überrannt. Es schien gerade so, als kämen sie aus dem Nichts. Die Spitze eines Säbels starrte Schwarzbart genau in die Augen. Sieh an, sieh an! Wen haben wir denn da? Ist das nicht der berüchtigte Schwarzbart? Für dich immer noch Kapitän Schwarzbart.